Ja, hallo. Mein Name ist Dirk Urban. Wir befinden uns hier auf dem Urbanshof in der Nähe von Düren und wir beginnen heute mit der Ernte einer Winterweizenvermehrungssorte. Dazu wollen wir euch mal mitnehmen und euch zeigen, worauf bei der Ernte von Saatgut geachtet werden muss. Bevor wir mit der Ernte starten, wird zuerst der Mähdrescher komplett mit dem Luftkompressor gereinigt. Vorne das Schneidwerk, der Schrägförderer und alle Organe, wo wir drankommen, und der Korntank. Anschließend werden noch die Transportfahrzeuge mit dem Kompressor gereinigt, sodass dort auch keine Körner vorhanden sind. Ist der Mähdrescher dann komplett sortenrein, beginnen wir mit der Ernte der Saatgutsorte. Im Feld wird dann der erste Tank am Rand vorbei als Konsumware weggefahren. Somit ist dann eine absolut sortenreine Ernte gewährleistet. Wir achten besonders auf einen schonenden Drusch mit wenig Bruchkorn, weil dies die Keimfähigkeit beeinflussen kann. Nach der Ernte kippen wir das Getreide zuerst in ein Zwischenlager in unsere Halle und wird dann im September zu den VO-Firmen geliefert. Auf diese Punkte achten wir besonders, da hierdurch qualitativ hochwertiges und sortenreines Z-Saatgut entsteht.